Willkommen zur 123. Ausgabe von Europe Calling. Heute zum Thema Digital Services Act, ein Grundgesetz für das Internet. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und freue mich heute, diesen Abend moderieren zu dürfen. Und ihr seht schon alle unsere vier ganz großartigen Gäste, über die ich mich ganz besonders freue. Und ich werde die einfach im Laufe des Abends, wenn sie an der Reihe sind, vorstellen. In der Zwischenzeit schon mal hier der Ablaufplan für heute Abend zum Digital Services Act. Alexander Gese wird uns eine etwas längere Einführung geben. Dann hören wir ein paar Assessments, Reaktionen unserer drei Gäste Markus Beckedahl, Professor Zuboff und Sven Giegold. Und dann wird auch Zeit für Fragen sein. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr dann schriftliche und mündliche Fragen stellen. Wenn wir heute Zeit haben, unbedingt mal wieder mündliche. Nutzt dazu bitte die F&A-Funktion in Zoom oder dann für mündliche Fragen das Handsymbol. Ganz wichtig auch, Europe Calling wird wie immer aufgezeichnet. Wenn ihr also Fragen stellt, ob mündlich oder schriftlich, macht euch das bewusst, dann wird euch euer Name gegebenenfalls mit aufgezeichnet. So, mehr will ich zu Beginn gar nicht mehr sagen, sondern gleich an Alexandra Gese übergeben. Alexandra Gese ist Europaabgeordnete und Digitalexpertin der Grünen EFA-Fraktion im Europaparlament. Sie hat den Digital Services Act mitverhandelt und ist auch Gründungsvorständin von Europe Calling, also quasi gleich zwei Hüte. Alexandra, wir freuen uns sehr, dass du da bist, aus dem ländlichen Frankreich, von der Fraktionsklausur, glaube ich, zugeschaltet gerade. Das heißt, drücken wir die Daumen, dass das Internet hält, und wir freuen uns sehr auf deine Einführung in den Digital Services Act. Viel Spaß. Ja, herzlichen Dank für die Einführung und einen wunderschönen guten Abend an alle. Und wie Maximilian Fries gerade schon sagte, ich bin wirklich im ländlichen Frankreich, was natürlich sehr erfreulich ist für mich persönlich, weil es sehr schön hier ist. Aber es bedeutet auch, dass die Internetleitung irgendwie so ist, wie auch an vielen Stellen, zum Beispiel des Rheinlandes und leider auch in anderen Regionen Deutschlands. Das heißt, es ist nicht sehr stabil und ich habe auch so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Aber eigentlich würde ich eben heute Abend gerne über den Digital Services Act sprechen, das heißt das neue Grundgesetz für das Internet, wo wir in Europa der erste demokratische Kontinent sind, der wirklich ganz klare Regeln jetzt festlegt für die großen Plattformen, für alle Plattformen, alle digitalen Plattformen, aber im Besonderen natürlich für die ganz großen. Und da würde ich euch und Sie jetzt einfach gerne mal sehr konkret durchführen, damit es nicht so abstrakt bleibt. Und zwar mit dieser Präsentation. Moment, ja, so, hier sind wir schon. Der Durchbruch wurde erzielt in der Nacht von Freitag auf Samstag, was auch dazu geführt hat, dass die deutsche Berichterstattung eher spärlich war, weil Journalisten dann oft am Samstag nicht mehr so präsent sind. Und natürlich gab es andere europäische Ereignisse über das Wochenende, wie zum Beispiel die Wahl in Frankreich. Und deswegen jetzt mal ganz im Detail. Also, Moment. Bewegen. Jetzt bewegt sich meine Präsentation. Jetzt, so geht's. Genau. Also, was war eigentlich die Ausgangslage? Die Kommission hat den ersten Vorschlag gemacht für dieses Gesetz im Dezember 2020. Aber natürlich wurde schon seit sehr langer Zeit daran gearbeitet. Und das erste Ziel, was eigentlich immer genannt wurde von den europäischen Institutionen, war, die Wirtschaft, die digitale Wirtschaft in Europa zu begünstigen und eben das Entstehen von großen Plattformen, von großen Internetunternehmen auch in Europa zu ermöglichen. Dann wurde immer stärker und kam sowohl von den nationalen Behörden und natürlich auch ganz stark aus der Zivilgesellschaft zwei weitere Wünsche. Erstmal überhaupt Rechtsdurchsetzung, also wenn illegale Inhalte in einem Land da sind, wenn es Anordnungen deutscher Gerichte zum Beispiel gibt, dafür zu sorgen, dass das wirklich durchgesetzt werden kann. Gleichzeitig aber auch auf Seiten der Nutzerin die Möglichkeit, die eigenen Rechte, die eigenen Grundrechte, insbesondere das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit frei ausüben zu können. Das heißt zum Beispiel, dass Inhalte im Internet oder nicht einfach willkürlich von Plattformen ohne Begründung gelöscht werden können und dass Accounts nicht willkürlich gesperrt werden können.
Und was dann im Laufe der Zeit, in der wir am DSA gearbeitet haben, immer stärker wurde, war die Bekämpfung von Desinformation und von Hass und Hetze, um das mit zwei sehr konkreten Beispielen auf den Punkt zu bringen. Aber allgemeiner könnte man sagen, den negativen Einfluss, den soziale Netzwerke möglicherweise auf die Gesellschaft, auf die politische Meinungsbildung ausüben. Und dazu ist es im Durchbruch im DSA, dass endlich nicht mehr auch wirklich die Mechanismen der Plattform in den Blick genommen werden, die demokratischen Gesellschaften schaden und nicht nur immer einzelne Inhalte. Was ist mit dem Anwendungsbereich? Weil die große Frage ist ja immer, diese meisten dieser Plattformen sitzen derzeit in den USA, TikTok in China. Können wir unser Recht gegen Plattformen, die ihren Sitz woanders haben, überhaupt durchsetzen? Und hier ist die Antwort im DSA ganz klar, weil der DSA gilt für digitale Dienste, die NutzerInnen angeboten werden, die sich in der EU befinden, und zwar unabhängig vom Niederlassungsort der Dienste selbst. Die Haftungsregeln. Eine der großen Diskussionen ganz am Anfang des DSA war eigentlich immer die Frage der Haftung. Haften Intermediäre, haften Plattformen auch für Inhalte, die von ihren Nutzerinnen und Nutzern dort gepostet oder getwittert werden oder nicht? Das war auf der damals bestehenden oder heute auch noch bestehenden Grundlage der E-Commerce-Richtlinie nicht so, und das bleibt auch so. Also intermediäre Plattformen haften nicht für nutzergenerierte Inhalte, solange sie keine Kenntnis davon haben. Und es gilt weiterhin das, was die Grundlage bisher der Entwicklung des Internets auch war, das Verbot einer generellen Überwachungspflicht. So, jetzt kommen wir zum ersten wichtigen Punkt, den ich gerade schon genannt habe. Anordnungen zum Vorgehen gegen illegale Inhalte und auch Anfragen, also Anordnungen mit Anfragen aus Auskünfte von Behörden der Mitgliedstaaten müssen jetzt klar durchgesetzt werden von den Plattformen. Es gibt jetzt harmonisierte und klare Regeln für illegale Inhalte. Da hatten wir gerade als Grüne doch einige, wir unterstützen das natürlich einerseits, wir hatten anfänglich gefordert, dass das für Justizbehörden gilt und nicht für alle Verwaltungsbehörden, weil man braucht natürlich hier auch rechtsstaatliche Garantien, denn die Vorstellung, dass zum Beispiel die ungarische Polizei auch alles durchsetzen kann gegen Twitter, Google oder Facebook, ist an einigen Stellen schon beunruhigend. Das ist jetzt aber der Kompromiss, der so gilt und der auch relativ breit getragen wurde. Das bedeutet aber umgekehrt, dass jetzt Urteile deutscher Gerichte, zum Beispiel, dass Twitter-Sperren aufgehoben werden müssen und verzüglich umgesetzt werden müssen. Kontaktpunkte und Rechtsvertreter, die Diensteanbieter, müssen jetzt zentrale Kontaktstellen benennen, damit sie mit Behörden und der Kommission direkt kommunizieren können. Und dafür haben die Grünen sich auch sehr stark eingesetzt auf zivilgesellschaftliche Initiativen. Es muss auch eine zentrale Kontaktstelle geben, damit die Nutzer direkt mit ihnen kommunizieren können. Das gilt also sogar Diensteanbieter, die in der EU, offiziell keine Niederlassung haben, müssen trotzdem eine juristische und natürliche Person als Rechtsvertreter benennen. Das heißt, es wird nicht mehr den Telegram-Fall geben, wo man eine ganze Reihe von illegalen Inhalten hat, aber als nationale Behörde nicht mal einen Ansprechpartner hat. Das ist damit jetzt aufgeräumt. So, AGBs und Transparenz. Das ist sehr interessant auch. Allgemeine Geschäftsbedingungen, also die Gemeinschaftsstandards, die Regeln für die Moderation aufstellen. Das heißt, wie moderieren Plattformen auch Inhalte, die nicht illegal sind, die aber trotzdem bei den Plattformen selber unter Umständen unerwünscht sind, müssen in Zukunft auf objektive und nicht willkürliche Art und Weise angewendet werden. Das heißt, es darf nicht mehr den Fall geben, wie es bei Facebook immer gemacht wurde, das wissen wir von der Whistleblowerin Frances Hogan, dass prominente Nutzerinnen und Nutzer im Prinzip machen konnten, was sie wollten, dass ihre Beiträge von echten Menschen moderiert wurden, und zwar mit sehr viel Wohlwollen, sogar im Fall von illegalen Inhalten. Während bei normalen Nutzerinnen und Nutzer, die keine Sonderbedingungen genießen konnten, einfach Upload-Filter sehr willkürlich zum Teil Sachen rausgefiltert haben.
Also wenn eine Plattform sagt, das sind die Gemeinschaftsstandards, die bei uns gelten, dann müssen die bei allen Nutzerinnen und Nutzern durchgesetzt werden. Die Grundrechte müssen dabei berücksichtigt werden und über die gesamte Moderation muss in maschinenlesbaren Transparenzberichten jährlich Rechenschaft abgelegt werden. Es muss also klar nachvollziehbar sein, was in der Moderation gemacht wird. Und sehr große Plattformen müssen zudem offenlegen, geht das noch vom Hintergrundgeräusch her? Ich kann das leider gerade nicht kontrollieren. Ja. Sehr große Plattformen müssen offenlegen, wie viel Personal für die Inhaltmoderation eingesetzt wird und wie dieses Personal geschult und unterstützt wird. Und da haben wir auch gerade als Grüne noch mit rein verhandelt, dass das unter Umständen nach Ländern, nach Mitgliedstaaten noch aufgeschlüsselt werden muss, weil es gibt dieses interessante Phänomen, dass in Deutschland zum Beispiel sehr viel Personal für die Moderation eingesetzt wird, weil auch den Plattformen bekannt ist, dass in Deutschland Regierung und die Zivilgesellschaft sehr aufmerksam darauf achten, wie die Moderation erfolgt, aber in anderen Ländern das überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Zum Beispiel gerade in Ländern Osteuropas Desinformation zum Beispiel fast gar nicht moderiert wird. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das was damit zu tun hat, dass in Rumänien die Impfquote bei 28% lag. Ja? Und deswegen ist es wichtig, und das ist hier auch interessant zu sehen, dass der Rat sich dagegen eigentlich verweigert hat. Das ist was das Parlament rein verhandelt hat, damit die Mitgliedstaaten mehr Optionen haben und mehr Wissen haben und der Rat das eigentlich gar nicht wollte. Und dieses, was ich gerade aufgeführt habe, also sowohl die Durchsetzung von nationalen Anordnungen gegen illegale Inhalte, als auch die AGBs, die jetzt nicht mehr willkürlich angewendet werden, sind sehr relevant für die Debatte, die ja heute auf Twitter tobt, nämlich die Übernahme von Twitter durch Elon Musk, der angekündigt hat, dass er das eigentlich nur tut, damit viel weniger moderiert wird auf Twitter, damit die sogenannte absolute Meinungsfreiheit herrscht. Was bedeutet, dass jeder alles sagen darf. Und ihr seht schon, diese Regeln werden auch für Twitter alle gelten. Das wird in Europa in dieser Form nicht möglich sein. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. So, Meldeverfahren. Artikel 14, europaweit harmonisierte Meldeverfahren, um potenziell illegale Inhalte im Netz schnell und einfach zu melden. Das ist, um das für das deutsche Publikum so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, so ein bisschen der Kern des NetzDGs auch, ne? Was bei uns halt in etwas anderer, veränderter Form schon in Kraft ist. Das wird es jetzt europaweit geben, anders, aber die gleiche Idee, dass Nutzerinnen eben illegale Inhalte melden können und die Plattform klare Anweisungen haben, wie sie damit umzugehen haben. Und hier haben wir vor allen Dingen auch mehr Rechte für Nutzerinnen, sagte ich eingangs schon, über die Meldeverfahren. Aber auch Plattformen müssen jetzt verpflichtend Beschwerdeverfahren, einen Beschwerdemechanismus bei der eigenen Plattform anbieten, auf den Nutzerinnen und Nutzer zugreifen müssen können. Und externe Streitschlichtungsverfahren. Also es wird externe Organisationen geben, die spezifisch für diese Fragen Streitschlichtungen anbieten, um sich eben gegen unrechtmäßige Löschungen und Accountsperren zu wehren, ohne direkt vor Gericht gehen zu müssen. Dann Online-Marktplätze. Gibt es ein eigenes Kapitel zu? Auch häufiges Übel, dass gerade Online-Marktplätze genutzt werden, um gefährliche Produkte zu verkaufen, die in normalen Geschäften in Europa keinen Platz finden würden. Deswegen gibt es da eigene Regeln, wie zum Beispiel Plattformen müssen in der Lage sein, die Händler zurückzuverfolgen mit Name, Kontaktdaten, Registrierungsnummern. Und es müssen angemessene Anstrengungen unternommen werden, um Datenbanken, die es bereits gibt, stichprobenartig auf illegale Produkte abzufragen. Da hätten wir uns als Grüne auch mehr gewünscht, definitiv, um die hohen Verbraucherschutzstandards, die wir in Europa haben, eben auch online durchzusetzen. Aber auch da gab es sehr viel Widerstand aus dem Rat. So, jetzt kommen wir zu dem Bereich, der ganz stark, ganz besonders auch für die großen Plattformen, wir kommen noch nicht zu den großen Plattformen, wir kommen mehr zu den systemischen Fragen. Also bisher haben wir sehr viel darüber gesprochen, was sind einzelne Inhalte, die problematisch wird, mit denen man irgendwie umgehen muss. Jetzt kommen wir mehr zu den Fragen, was machen denn eigentlich die Plattformen, was dazu führt, dass so viel problematische Inhalte überhaupt da sind. Und ein großes Thema in dem Bereich sind eben die Empfehlungssysteme.
Wir wissen spätestens seit den Erhöhungen der Facebook-Whistleblowerin Frances Hogan wirklich genau, dass Empfehlungssysteme negative Auswirkungen haben. Sie verstärken zum Beispiel die Verbreitung stark polarisierender Inhalte. Also es werden gesellschaftliche Debatten immer angeheizt, anstatt auch mal Kompromisse zu fördern. Das heißt, wir in Online-Plattformen müssen jetzt erklären, wie ihre Empfehlungssysteme funktionieren. Also Nutzerinnen und Nutzer sehen, warum man bestimmte Inhalte angezeigt bekommt und wie man das eventuell ändern kann in seinen eigenen Einstellungen. Also es wird hier nur auf reine Transparenz gesetzt. Und sehr große Plattformen müssen zudem eine Option anbieten zum Anzeigen der Inhalte, die nicht personalisiert ist, sondern auf Profilen basiert, die man einstellen kann. Da wollten wir auch die chronologische Option eigentlich. Das hat aber leider keine Mehrheit gefunden. Manipulative Praktiken, das war ein großes Thema. Im europäischen Sprachgebrauch sind es die sogenannten Dark Patterns. Also es sind Praktiken, die Internetnutzerinnen tagtäglich auf sehr unfaire Art zu Entscheidungen drängen, die oft zu ihrem eigenen Nachteil sind. Das typische große Beispiel sind die Cookie-Banner, bei denen man sich eigentlich da entscheiden sollte, ob man Cookies erlauben will oder verbieten will, gerade eben zur Datenverarbeitung. Und wir wissen alle, dass es immer sehr einfach ist, allen zuzustimmen und sehr schwierig ist, alle abzulehnen. Das hat man ganz selten auf der ersten Schaltfläche. Und wenn, dann ist es farblich nicht hinterlegt oder irgendwo gut im Fließtext versteckt. Und einige Plattformen sind da wirklich Meister drin, das extrem gut zu verstecken. Und man kann es einfach gar nicht ablehnen. Das weitere, wiederholte Belästigung, obwohl Nutzerinnen ihre Anwendung bereits verweigert haben, dass man also, wenn man Nein sagt, immer wieder gefragt wird, wenn man Ja sagt, aber nur einmal. Oder eben auch die Tatsache, dass man Sachen, Abonnements schlecht wieder abbestellen kann. Da haben wir als Parlament sehr, sehr starken Nachbesserungsbedarf gesehen. Und ich halte das auch für eine der wichtigen Möglichkeiten, die man hat, um die Erstellung von Datenprofilen zu verhindern, weil wir wissen zum Beispiel von Apple auf dem iPhone, wenn man Menschen wirklich die Möglichkeit gibt, Ja oder Nein zu sagen zur Datenverarbeitung, also damit dazu ausspioniert zu werden, dann sagen 80% der Menschen global Nein. Bei uns ist es aber im Moment so, dass der allergrößte Teil Ja sagt, weil sie einfach die Nein-Option nicht finden, weil es einfach zu schwierig ist. Und das muss dringend geändert werden. Und da haben wir jetzt eine Lösung, die schwierig ist, weil wir haben zwar einen Artikel, der sagt, Webseiten und Schaltflächen müssen fair gestaltet werden, sodass man eine echte Wahl hat, aber die klaren Praktiken, die wir aufgeführt hatten im Parlamentsbericht, sind jetzt in dem endgültigen Gesetzesartikel nicht enthalten. Und im Gegenteil, wir haben jetzt einen zweiten Absatz in diesem Artikel, der sagt, dass die bereits von bestehenden Verbraucherschutz- oder Datenschutzgesetzgebung abgedeckten Praktiken über dieses Verbot überhaupt nicht adressiert werden können. Die rechtliche Wirkung ist gerade unklar, aber was wir eigentlich wollten als Parlament, war ja gerade klarzustellen, was nicht geht und da Rechtssicherheit zu schaffen. Und jetzt haben wir eigentlich mehr Verwirrung als vorher. So, Überwachungswerbung, das war ein anderes großes Thema, für das gerade ich und die Grüne Fraktion sehr, sehr stark gestritten haben. Dass Online-Werbung ist die heutige finanzielle Grundlage des Internets, aber nach dem Prinzip des Überwachungskapitalismus erstellen große Plattformen umfassende Datenprofile über jeden von uns. Wir haben da schon in einem sehr langen Webinar auch mit Professorin Suber auf einmal gesprochen und das erklärt, deswegen erkläre ich es jetzt nicht mal genau. Aber das war für mich eins der wirklich großen Ziele, was wir im DSA erreichen wollten, diese Art von Überwachungswerbung ganz stark einzudämmen. Der Deal ist mittelmäßig. Wir haben ein Verbot, Werbung auszuspielen, die auf Profilbildung basiert, welche sich auf sensible Daten stützt. Sensible Daten sind zum Beispiel politische und sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit und Religion. Das hört sich auf den ersten Blick eigentlich ganz gut an, ist aber auch wieder rechtlich unklar, weicht ganz stark von dem ab, was das Parlament eigentlich gefordert hatte. Weil im Moment, wir hatten einfach gefordert, dass jegliche Form von Targeting auf der
auf der Grundlage dieser sensiblen Daten verboten wird. Und diese komplexe Formulierung ist ein Kompromiss, der in die richtige Richtung geht, bei dem aber im Moment nicht klar wird, was für konkrete Auswirkungen auf die wirklichen Praktiken der Plattform in diesem Bereich haben wird. Was wir bekommen haben, war ein Verbot von Werbung, die auf Profilbildung basiert, welche personenbezogene Daten von Minderjährigen nutzt. Da hat man aber die Schwierigkeit, dass es sehr schwer zu sagen ist, wer denn diese Minderjährigen sind, ohne den Plattformen zu erlauben, noch zusätzliche Daten zu sammeln und zusätzliche Profilbildung zu machen. Von daher, es ist so ein bisschen, das Glas ist halb leer, weil wir nicht alles bekommen haben, was wir wollten. Es ist kein klares Verbot, es ist aber auch halb voll, weil es uns zumindest gelungen ist zu sagen, diese Art von Werbung und diese Art von Profilbildung ist schädlich und deswegen wollen wir hier Riegel vorschieben. Das ist noch kein kompletter Riegel, aber es ist zumindest schon mal, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Riegel an der Tür, der ist bloß noch nicht richtig zu. Aber man hat das Gefühl, man muss diese Tür jetzt mal zuschließen und deswegen bin ich hoffnungsvoll, dass da noch mehr kommen wird in der Zukunft. So, nochmal Regeln für die ganz großen Plattformen. Ich gehe direkt weiter. Das ist ein sehr spannender Teil des DSA, finde ich, weil das auch so in keiner anderen Gesetzgebung schon vorhanden ist. Hier werden wirklich die systemischen Risiken adressiert, die durch das entstehen, was nicht die Nutzer tun, sondern was die Plattformen selber tun. Und es wird anerkannt, dass es hier eine Gefahr für demokratische Gesellschaften gibt. Die Lösung ist relativ komplex, aber auch relativ elegant. Wir beginnen bei Risikobewertungen, die die ganz großen Plattformen jährlich durchführen müssen. Das heißt, sie müssen die Frage beantworten, wie wirken sich das Design und die algorithmischen Systeme auf Grundrechte, Menschenwürde, Datenschutz, Meinungs- und Medienvielfalt, Diskriminierungsverbot, Jugendschutz und Verbraucherschutz aus, aber auch auf öffentlichen Diskurs und Wahlen, auf geschlechtsspezifische Gewalt und auf die mentale und physische Gesundheit der Nutzerinnen. Und ihr erkennt schon, da sind wirklich fallen sehr viele konkrete Themen, mit denen wir uns heute rumschlagen. Also das Thema russische Desinformation, Desinformation über Covid würde hier drunter fallen. Das Thema, warum werden junge Mädchen auf Instagram in Magersucht getrieben? Ja, das kann man hier alles drunter subsumieren und die großen Unternehmen, die großen Plattformen sind dann auch verpflichtet, die identifizierten Risiken zu beheben. Sie müssen also selber Vorschläge machen und es auch transparent machen, wie sie damit umgehen wollen. Das Spannende daran ist aber, dass diese Risikobewertungen auch die Rechtsgrundlage sind für unabhängige Forschung, also unabhängige Forscherinnen und Forscher, die auch bei zivilgesellschaftlichen Organisationen beschäftigt sein können. Und das war auch ein großer grüner Erfolg, sowohl die Ausgestaltung dieser Risikobewertungen, die am Anfang all diese großen Bereiche gar nicht umfasst haben. Da haben wir uns sehr für eingesetzt, aber auch die Tatsache, dass Forscherinnen und Forscher nicht nur von Forschungsinstitutionen und Universitäten, sondern auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die da in den letzten Jahren sehr viel gute Arbeit geleistet haben, diese Risikobewertung überprüfen können und Zugriff auf die Daten der großen Plattformen bekommen in diesem Rahmen, um eben zu prüfen, ob das DSA da eingehalten wird oder nicht. Das heißt, wir werden in der Zukunft Möglichkeiten haben für sehr wichtige große Forschungsprojekte, um eben nachzuweisen, welchen Einfluss Plattformen auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf die, all diese hier genannten Faktoren haben. Dann gibt es noch einen neuen Artikel, den die Kommission auf den letzten Metern eingebracht hat, der nennt sich Krisenmanagement. Das heißt, in außergewöhnlichen Situationen, wie zum Beispiel jetzt im Ukraine-Krieg, können sehr rasch besondere Maßnahmen ergriffen werden. Viele von euch und Ihnen haben sicherlich mitbekommen, dass RT, also frühere Russia Today und Sputnik, jetzt in Europa verboten sind, und zwar nicht nur die Fernsehsender, sondern auch deren gesamte Inhalte im Internet, was ein sehr harter Eingriff ist. Und die Rechtsgrundlage war eben eine außenpolitische Rechtsgrundlage, also die Sanktionen. Aber man sah natürlich die Notwendigkeit, für solche Situationen vielleicht auch eine andere Rechtsgrundlage zu haben. Die Einigung geht jetzt darin, dass die EU-Kommission auf Empfehlung des DSA-Gremiums, auf das ich gleich nochmal eingehe, in dem die 27 Mitgliedstaaten vertreten sind,
Aktionen von den sehr großen Plattformen verlangen kann, und zwar insbesondere spezifische Risikoanalysen und Bewertungen, aber unter Umständen auch andere Maßnahmen, die in dem jetzigen Text nicht genau eingegrenzt sind. Diese Krisenreaktion muss aber zumindest zeitlich begrenzt sein auf maximal 3 Monate, und diese Entscheidungen müssen auch öffentlich gemacht werden. Da kann man sagen, da kann man rechtsstaatlich noch nachbessern, aber zumindest die Tatsache, dass das jetzt nicht mehr im Hinterzimmer passiert, dass der Kommissar eben mal ein bisschen mit Google und Facebook telefoniert, sondern dass man da ein klares öffentliches Verfahren für hat, ist sicherlich in dem Fall positiv zu bewerten. Da habe ich schon drüber gesprochen, der Datenzugang, Durchsetzung vielleicht noch ganz kurz. Es gibt eine nationale Ebene, also Koordinatoren für digitale Dienste, den es eben auch in Deutschland dann geben wird, der für die allgemeinen Plattformen zuständig ist. Es gibt ein europäisches Gremium für digitale Dienste, in dem eben genau diese nationalen Koordinatoren vertreten sind. Und die EU-Kommission wird die direkte Aufsicht und die Durchsetzung des Abschnittes machen, der die sehr großen Plattformen betrifft. Das war wichtig, weil wir brauchen, glaube ich, eine Durchsetzung gegen die sehr großen Plattformen, die auf Augenhöhe ist, und dann muss es eine europäische Stelle sein. Wir brauchen aber gleichzeitig auch eine gewisse Nähe bei den kleineren Plattformen, ein Verständnis des nationalen Umfeldes und Kontextes, und da sind es eben dann die Mitgliedstaatenbehörden. Welche Sanktionen stehen zur Verfügung zur Durchsetzung? Strafzahlungen in Höhe bis zu 6% des weltweiten Umsatzes, periodische Strafzahlungen, die also so lange andauern, bis der Verstoß behoben ist, die insgesamt bis zu 5% des Umsatzes betragen können, und es können in besonderen Fällen einstweilige Maßnahmen zur Abstellung eines Verstoßes angeordnet werden. Das heißt, ein Dienst kann in besonderen Situationen bei der Bedrohung zum Beispiel des Lebens von Menschen und nachdem alle anderen Optionen bereits genutzt worden sind, sogar ganz gesperrt werden. Das ist gerade wieder aktuell. Ich habe heute die Frage bekommen aus der Presse, naja, Elon Musk, der kauft Twitter ja so ein bisschen als Hobby und der kann diese Strafzahlungen mit dem Taschengeld bezahlen. Hat man denn da überhaupt noch Sanktionsmöglichkeiten? Und die Antwort ist, es ist ein langer Weg, aber ja, hat man. Und ein weiterer grüner Erfolg ist, dass die Plattformen, die sehr großen Plattformen, jetzt Gebühren zahlen müssen für ihre eigene Aufsicht. Also sie werden die EU-Kommission für ihre eigene Aufsicht bezahlen. Und dadurch werden eben die Kosten auch für die Gesellschaften, Risiken dieser Plattformen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, nicht auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler abgewälzt, sondern sie müssen ähnlich wie bei Banken von den Plattformen selber bezahlt werden. Das war ein grüner Änderungsantrag, der bei uns im Parlament nicht durchs Plenum gegangen ist, aber der dann von der Kommission und vom Rat wieder aufgegriffen wurde. So, ganz kurz noch das Fazit. Ich sehe, Max wird schon nervös angesichts meiner Redezeit. Was glaube ich, das DSA ist ein Durchbruch in Europa. Am Tag vorher haben Hillary Clinton und Barack Obama es betwittert und auch zum Teil in Reden genannt. Es gibt also auch eine enorme Aufmerksamkeit aus den USA. Und ich glaube, was das DSA wirklich gut macht, dass es nicht dafür sorgt, dass die Plattform für die Meinung ihrer Nutzerinnen und Nutzer haftet und damit eine Gefahr für Meinungsfreiheit besteht, sondern die Plattformen werden verantwortlich gemacht in erster Linie für ihr eigenes Handeln. Und da hat es einfach wirklich eine Verschiebung des Fokus gegeben, auch wenn man das NetzDG anguckt und auch die Debatte in den USA über Section 230, dass man sagt, es geht nicht um einzelne Inhalte, sondern es geht wirklich um das Handeln der Plattform, was wir besser verstehen wollen und was wir, wenn es schlecht ist, eben auch sanktionieren können wollen. Das heißt, diese systematischen Risiken durch das Geschäftsmodell, Überwachungswerbung und durch interaktionsbasiertes Ranking, also den Kriterien, nach denen heute Inhalte gerankt werden, die werden erkannt und sie werden auch adressiert. Aber Grenzen sind sehr eindeutig. Das Verbot von Profilbildung zu Werbezwecken, für Empfehlungssysteme geht nicht weit genug. Das Verbot von manipulativen Praktiken wie Dark Patterns geht überhaupt nicht weit genug. Die Profilbildung für Empfehlungssysteme wird noch gar nicht adressiert tatsächlich. Und die systematischen Risiken werden stark erforscht, aber nicht sofort abgestellt. Das ist, glaube ich, auch richtig, damit wir wirklich Evidenz haben, um zu verstehen, wie die Verbreitung von
von Inhalten wie Desinformation oder Hass und Hetze genau funktioniert und was sind die Mechanismen, an denen man drehen kann, ohne eben, um das zu stoppen, ohne Meinungsfreiheit einzugrenzen. Aber es ist natürlich ein bisschen enttäuschend für Menschen, die denken, das Internet verändert sich jetzt von einem Tag auf den anderen. Das heißt, wir haben jetzt Instrumente in der Hand, aber wir werden auch Zeit brauchen, um sie anzuwenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexandra. Also ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen und hätte es auch nie gedacht, würde ich, weil ich glaube, man muss sich mal festhalten, hier hat jetzt gerade eine Gesetzgeberin das Gesetz, das sie selbst verhandelt hat, in fast einer Vorlesung wirklich in allen Details, und es sind noch nicht mal alle Details bekannt, ja, vorbereitet oder dargestellt. Ich finde, das war einfach ganz großartig. Also wirklich ganz herzlichen Dank, extrem viel gelernt. Und ich freue mich jetzt total auf die Kommentierungen und Reaktionen unserer drei Gäste. Wir fangen das quasi europäisch an mit Markus Beckedahl, gehen dann in die USA zu Susanna Schuboff und gehen dann wieder zurück nach Deutschland zu Sven Giegold. Und wir beginnen also genau. Markus Beckedahl, der ist vielen von euch wahrscheinlich bekannt als Gründer von Netzpolitik.org und Republika. Und man kann, glaube ich, sagen, damit einer der großen Vorreiter für digitale Freiheitsrechte, besonders in Deutschland und Europa. Und seit 2010 ist er Mitglied im Medienrat der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, war von 2010 bis 2013 Mitglied in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft im Deutschen Bundestag. Und Markus Beckedahl, wir freuen uns sehr auf Ihre Einschätzung zu dem, was Alexandra präsentiert hat und was Sie sonst so rausgefunden haben. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute hier über die DSA-Ergebnisse diskutieren können. Das hätte auch fast keine bessere Werbung dafür bedarf, wie die gestrigen Meldungen, dass Elon Musk vorhat, Twitter zu kaufen, das okay jetzt vom Twitter-Vorstand bekommen hat. Und das wirft natürlich viele Fragen auf, wie beispielsweise, wie schaffen wir es, demokratische Regeln in der digitalen Welt zu etablieren und auch durchzusetzen. Gegenüber anderen Mehrheitsverhältnissen im Universum der Facebook-Unternehmen im Moment vorliegen haben. Insofern wäre spätestens dieses Kaufangebot durch Elon Musk ein Weckruf an die Politik. Ich bin ganz froh, dass die Politik ein bisschen früher schon aufgewacht ist und sich bisher schon auf etwas geeinigt hat. Ich hätte mir gewünscht, wenn das schon vor 5 Jahren der jetzige Stand gewesen wäre, weil, wie Alexandra schon sagte, bis das erstmal alles in Kraft getreten ist, bis wir mal die Auswirkungen sehen, bis wir mal mehr erforscht haben durch die neuen Möglichkeiten, die der DSA schaffen wird, werden wieder einige Jahre vergehen, wo die Plattformen sozusagen noch weitgehendere Narrenfreiheit haben. Nichtsdestotrotz ist alles besser als der derzeitige Status quo, wo sie halt in den letzten, ja, sagen wir 10, 15 Jahren weitgehend Regulierungsferien und Narrenfreiheit im Rahmen der Selbstregulierung genossen haben und dadurch unvorstellbare Macht ausgebaut haben und viel zu wenig demokratische Kontrollmöglichkeiten erlebt haben. Vieles ist ja schon dargestellt worden. Aus einer deutschen Perspektive ist es natürlich interessant, dass wir, sagen wir mal, viele von den neuen Mechanismen weitestgehend ähnlich schon durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, durch den Medienstaatsvertrag schon in ähnlicher, vergleichbarer Weise in Deutschland haben. Das Ganze wird jetzt auf eine europäische Ebene gebracht. Das ist erstmal gut, dass wir mehr Nutzerinnenrechte bekommen in der Durchsetzung unserer Rechte gegenüber den Plattformen, aber auch bisherige, ja, verbesserte Regeln, zum Beispiel im NetzDG, haben noch nicht so die vielversprechenden Vorteile für Nutzerinnen gebracht, weil die Plattformen sich da natürlich gegen wehren. Nichtsdestotrotz erleben wir zum Beispiel bei Netzpolitik regelmäßig, dass sich viele hilflose Menschen an uns wenden, wenn sie mal wieder auf Twitter von durchgeknallten KIs gesperrt worden sind, wenn sie überhaupt gar nicht wissen, wo können sie hingehen, und eigentlich nur, wenn man irgendwie einen Kontakt zur Pressestelle hat, kriegt man sozusagen die Überholspur hin, und sonst hat man das Problem, dass halt niemand darauf reagiert, ob man jetzt wieder freigeschaltet wird oder nicht. Und das ist für viele Menschen halt auch ein bisschen existenzbedrohend. Das ist für andere Menschen wiederum wenig nachvollziehbar, aber für viele Menschen sind diese sozialen Plattformen, die sozialen Medien einfach ein sozialer Ort, wo man sich mit anderen Menschen verbindet, wo man ausgeschlossen ist aus der sozialen Teilhabe, wenn man einfach mal ausgesperrt wird, und dafür bessere
Widerspruchsmöglichkeiten zu haben, ist erstmal ein Fortschritt. Wie das genau funktionieren wird, da bin ich sehr gespannt sozusagen, ob das dann immer noch ewig dauert, bis mal irgendwie der YouTube-Support oder Twitter-Support sich meldet. Das sehen wir auch schon an anderen Debatten wie der Urheberrechtsreform. Da sperren sich natürlich die Unternehmen gegen, weil das bedeutet halt effektivere Antwort-Widerspruchswege, bedeutet mehr finanzieller Aufwand für mehr Personal und das ist natürlich nicht im Interesse von diesen Geschäftsmodellen. Sehr gefreut hat es mich, dass Wissenschaftlerinnen und Nichtregierungsorganisationen einen verbesserten Datenzugang bekommen können, wie der genau ausgestaltet sein wird und welche Verbesserungen dadurch möglich sein werden. Das wird sich halt in der Realität und nach Ausgestaltung der Texte nochmal genau zeigen. Aber im Moment gibt es halt ein Damoklesschwert für alle Wissenschaftlerinnen und alle Nichtregierungsorganisationen, die versuchen zu verstehen, wie beispielsweise die Empfehlungsalgorithmen funktionieren, indem sie ja halt quasi die allgemeinen Geschäftsbedingungen verletzen und deswegen auch damit mit der rechtlichen Keule daran gehindert werden können, im Interesse der Allgemeinheit hier mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Das ist sicherlich einer, ja, wie gesagt, der Highlights. Der DSA ist aber trotzdem für mich noch nicht das Plattformgrundgesetz, für den es von vielen ja aus den Verhandlungen, aus dem politischen Raum sozusagen erklärt worden ist, weil er hat viele Nachteile. Wir hätten uns viel mehr erhofft. Alexandra hat schon angesprochen, ein umfängliches Verbot personalisierter Werbung wäre möglich gewesen, wäre dringend notwendig gewesen, ist leider auch in dieser Debatte hier wieder verpasst worden. Aber ich glaube, der Kern der vieler gesellschaftlichen Nebenwirkungen oder Auswirkungen, der negativen Auswirkungen von sozialen Medien haben mit personalisierter Werbung zu tun und quasi der Anpassung oder der Geschäftsmodelle der Plattform, die halt Menschen zu mehr Interaktion motivieren wollen, um mehr Datenpunkte über uns zu sammeln, um mehr personalisierte Werbung ausspielen zu können. Und wenn wir über Desinformation und Hass und Hetze sprechen, dann lösen wir das Kern des Problems nicht, indem wir weiterhin personalisierte Werbung zulassen, auch wenn jetzt sensible Daten nicht zur Profilbildung aufgenommen werden können. Das ist ein kleiner Fortschritt. Gut finde ich zumindest, dass halt Kinder und Jugendliche nicht mehr quasi personalisierte Werbung angezeigt bekommen können sollen. Die Frage ist, wie erkennt man denn zukünftig, ob hinter meinem Smartphone nicht vielleicht eins meiner Kinder steckt sonst irgendwie ein Tablet von Jugendlichen genutzt wird, führt das dann zu mehr Authentifizierungsmöglichkeiten? Das wollen wir eigentlich auch nicht haben. So. Dark Pattern ist ein weiteres Ding. Hier hätten wir uns auch viel mehr Durchsetzung gewünscht, weil eigentlich sind sozusagen auch diese Cookie-Banner schon nicht so legal, wie sie jetzt gerade überall sind sozusagen, aber es wird irgendwie so suggeriert, dass sie irgendwie noch legal sind, weil, ja, man kommt damit halt durch, weil die Aufsicht halt zumindest in Datenschutzfragen in der Europäischen Union großes Manko ist. Gut finde ich im DSA, dass man zumindest daraus gelernt hat, dass man einen anderen Weg gehen möchte und diesen Durchsetzungsstau in Irland in der DSGVO beenden möchte, indem man ein neues Gremium schafft und beziehungsweise der EU-Kommission mehr Kompetenzen gibt. Ich kann mir vorstellen und ich glaube, es ist auch der sinnvollere Weg, mittelfristig vielleicht eine unabhängigere, staatsfernere Digitalagentur auf EU-Ebene dafür zu schaffen. Spannend wird die Frage natürlich sein, vielleicht kann das Sven später mehr erzählen, wer auf nationaler Ebene quasi für die Aufsicht zuständig sein wird. Aber alles steht und fällt mit der Frage, und das wissen wir aus der Datenschutzgrundverordnung, wie effektiv wird die Nutzung dieser Regeln sein und wie schnell wird man daraus lernen, ob diese Regeln auch richtig sind, ob sie gut funktionieren bei dem Ziel, diese Plattform mehr zur Verantwortung zu ziehen, demokratische Diskursräume für alle zu erhalten, möglicherweise auszubauen. Und damit beende ich das Ganze mal. Also ein Plattformgrundgesetz ist es noch nicht. Es ist ein wichtiger Meilenstein in die richtige Richtung. Aber was letztendlich dabei rauskommt, wird dann die Zukunft in der realen Umsetzung zeigen. Ganz herzlichen Dank.
Das war auch sehr viele spannende Punkte, auf die wir sicher gleich noch später eingehen. An alle, die im englischen Kanal gerade hören, wir wissen, dass es da eine kleine Überlappung gibt und versuchen das zu beheben. Soweit gehen wir aber weiter an Professorin Schuboff. Sie ist emeritierte Professorin an der Harvard Business School und eine der renommiertesten Vordenkerinnen für eine gerechte digitale Welt. Ihr Bestseller, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, wurde mehrfach ausgezeichnet und wurde bisher in 26 Sprachen übersetzt. Ich freue mich auch besonders, dass Sie wieder da sind, Professorin Zuboff, denn Sie sind schon das zweite Mal bei Europe Calling. Ich hatte eben gerade schon auch in den Chat die Aufzeichnung vom letzten Mal gepostet und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren Blick und Ihre Einschätzung zum Digital Services Act. Willkommen und schön, dass Sie da sind. Thank you so much, Max. Can you hear me well? Ganz herzlichen Dank, Max. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Also ich freue mich wirklich riesig, heute hier sein zu dürfen. Alexandra, ich freue mich so sehr, Sie nochmal zu sehen. Sie sind ja wirklich eine echte Freundin für mich geworden und es ist ein toller Tag, eine hervorragende Woche für die Demokratie, die wir hier erleben. Vielleicht kann ich eine etwas andere Perspektive hier anbringen, denn Sie und ihr alle haben sich jetzt so eingesetzt und so hart an den Details dieser hervorragenden neuen Gesetzgebung gearbeitet. Also vielleicht werde ich das nochmal aus anderer Ebene, vielleicht Vogelperspektive, kommentieren. Und was ich da sagen möchte, ist, dass einige den Brüsseler Frühling damit verbracht haben, den digitalen Frühling zu debattieren und auf das Ergebnis zu warten. Vielleicht haben ja auch einige sich überhaupt noch nicht mit diesem Thema befasst. Denen kann ich jetzt Folgendes sagen. Dieser Gesetz, DSA, ist nicht nur ein weiteres Brüsseler Gesetzesstück, das wieder unheimlich viel Papier produzieren wird, sondern das ist wirklich ein mutiger Beginn eines neuen Zeitalters. Es ist die erste umfassende Erklärung einer demokratischen digitalen Zukunft, die sich auf legitime Autorität der demokratischen Rechte stützt und auf die Rechtsstaatlichkeit. Und um nur noch mal das als Fußnote zu sagen, ich habe auf 40 Jahre damit verbracht, auf so etwas zu warten. Und es ist für mich eine wirklich enorme Freude. Das ist für mich eine Rieseninspiration und ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass das jetzt erreicht wurde. Unglaubliche Besitztümer haben ja die Tech-Giganten angehäuft und haben sich immer mehr auf allen Ebenen eingeschlichen, haben ihre Daten überall gesammelt und das ist ja die Grundlage ihres Wohlstandes, ihrer Macht. Und sie sind profitgetrieben, sie profitieren von den Informationsströmen, die aber doch eigentlich so entscheidend sind für die Demokratie. Und dem haben sie sich entgegengesetzt. Und sie haben sich entgegengesetzt, dass immer wieder Menschenrechte außer Acht gelassen werden und auch die demokratischen Governance-Funktionen außer Acht gelassen werden. Und sie haben das getan im Schatten des russischen Überfalls auf die Ukraine, auf das ukrainische Volk und ihre Demokratie. Dem haben sich die europäischen Mitgliedstaaten, das Parlament und die Kommission und der Europäische Rat entgegengestellt, gemeinsam, indem sie jetzt hier eine Fackel angezündet haben, die von den Bergen leuchtet und der Welt sagt, die Demokratie ist zurück. Zum ersten Mal in zwei Jahrzehnten seit Beginn des Überwachungskapitalismus zur Jahrhundertwende gibt es wieder Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass eine sich selbst regulierende Demokratie, ein Demos, dieses digitale Zeitalter überleben kann. Und das ist eine Hoffnung, die es bisher so nicht gab. Dazu gab es bisher keinen Anlass. In den letzten zwei Jahrzehnten
Westen hatte Demokratie immer mehr entscheidende Macht, nämlich in Form von Informationen, von Vernetzung abgegeben an den Privatsektor, an diese riesigen Unternehmen, die dann zu den Mächten des Überwachungskapitalismus wurden. Da hat sich die Demokratie selbst ausgehöhlt. Und eine solche Selbstaushöhlung hat auch darin bestanden, dass die zentralen Funktionen einer Informationsgesellschaft, einer Informationsgesellschaft, eines Informationsbürgertums aufgegeben wurden. Und das haben wir jetzt die letzten 10 Jahre, 20 Jahre erlebt. Und wenn sich jemand fragt, warum ist es so, dass ein Mann hier seinen Geldbeutel rausholen kann und einen großen Teil dieser Informationsdienste, dieses Informationsraums, die so entscheidend sind für unsere Gesellschaft, einfach kaufen kann. Ja, da liegt doch genau die Antwort. In den letzten 2 Jahrzehnten wurde es verpasst, insbesondere in den Vereinigten Staaten, in dem von mir so geliebten Amerika, diese Kontrolle noch beizubehalten. Diese Kontrolle wurde einfach abgegeben, und zwar freiwillig. Freiwillig abgegeben ans private Kapital, und das hatte dann die Möglichkeit, die Regeln festzusetzen, zu regulieren und diese Räume der Information neu zu besetzen und zu gestalten. Und deswegen haben wir jetzt ein Nullsummenspiel, in dem sich die antidemokratischen Überwachungskräfte und die darauf stützende Wirtschaft als Störer der Demokratie etabliert haben. Und wenn man das aus der Perspektive betrachtet, dann denke ich, ist es nicht untertrieben zu sagen, dass der Überwachungskapitalismus deshalb jetzt so stark ist, weil das im Prinzip eine Art Konterrevolution war, ein antidemokratischer Putsch, der sich durch die Übernahme von Macht um Autorität in Bezug auf das Wissen dargestellt hat. Und aus diesem Wissen entsteht Macht, damit ist Macht verbunden und daraus entsteht wieder neue Autorität. Die einzige mögliche institutionelle Ordnung, die in der Lage ist, dagegen vorzugehen, die sagen kann, Stopp, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen diesen Überwachungskapitalismus nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass er unser Wissen dominiert. Und die einzige Kraft, die das tun kann, ist ein liberaler, demokratischer Staat, der eben für Rechte einsteht. Überwachungskapitalismus hat sich immer mehr auch institutionell durchgesetzt. Aber das hängt damit zusammen, dass es immer stärkere Gegensätze gibt. Immer stärkere Gegensätze zum Gegenspieler, nämlich der Demokratie. Und hier ist der Überwachungskapitalismus eine große, eine neue Herausforderung. Da werden vielleicht neue Stärken zum Ausdruck gebracht, die in der Lage sind, zunächst die Gesellschaft, die sich darin noch gegen gar nicht verteidigen kann, zu überwältigen. Demokratie ist hier sozusagen der Amtsinhaber, der ein wenig langsam ist, ein wenig behäbig, um auf diese Herausforderung einzugehen. Aber Demokratie hat die Mittel, gegen diesen Rivalen vorzugehen und beispielsweise demokratische Maßnahmen zu ergreifen und auch den Gegnern wirklich Furcht einzujagen. Und die Demokratie hat vor allem die einzig legitime Autorität und Macht, Regeln festzusetzen und diese auch durchzusetzen, die demokratische Rechtsstaatlichkeit nämlich, die sich auf den so wichtigen Werten, Idealen und Prinzipien gründet, die sie ausmachen. Und das so zu beschreiben, ist keine Nostalgie, sondern das ist das Überleben der Demokratie, die Möglichkeit einer demokratischen, menschlichen, digitalen Zukunft. Diese neue Wiederauferstehung der Demokratie, an deren Spitze sie gestanden haben und noch stehen, ist wirklich überfällig. Und als Ihre Freundin, die aus Amerika zu Ihnen spricht, kann ich Ihnen wirklich nur aus vollem Herzen danken dafür, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben und ihn uns zeigen. Abschließend möchte ich sagen, dass es für uns alle so wichtig ist, dass wir uns wirklich
zu eigen machen, verinnerlichen, dass es hier sich um den Beginn einer demokratischen Antwortreaktion handelt, die noch viele Facetten haben wird und die uns durch diese Dekade bringen wird. Es wird Triumphe geben, es wird auch Rückschläge geben. Aber dieses digitale Dienstegesetz ist genau das, was in der ersten Phase jetzt erreicht werden musste. Denn die Schallgrenze der Unvermeidlichkeit wird jetzt hier durchbrochen. Die Unternehmen sind selbstgefällig geworden. Sie haben sich einfach alles getraut, alles erlaubt. Und sie hatten auch die Möglichkeit, einfach das zu tun, was sie wollten, sich das zu nehmen, was sie wollten. Es gab keine Regeln, die sie davon abgehalten haben. Es gab keine Hürden. Aber das ist jetzt vorbei. Denn diese Schallgrenze wurde jetzt durchbrochen. Die Menschen müssen nicht mehr resignieren, müssen nicht mehr hilflos bleiben. Denn dann, sie haben jetzt die Möglichkeit, auf diese Regeln zurückzugreifen. Und wir haben jetzt eine neue Seite, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und wir schreiben jetzt die Geschichte hier neu weiter. Was dieses Gesetz tut, ist, dass die kritischen, wichtigen Schritte, die jetzt nötig sind, also das habe ich vielleicht schon an anderer Stelle mal vorher gesagt, vielleicht beim letzten Webinar weil mir das so wichtig ist. Wir sind wie die Titanic, die jetzt gerade auf den Eisberg zusteuert. Den Eisberg einer digitalen Zukunft, die durch Computer und die antidemokratischen Kräfte bestimmt wird. Also eine antidemokratische Gesellschaftsordnung steht uns da bevor in Form dieses Eisbergs. Aber jetzt mit diesem digitale Dienstegesetz, unabhängig davon, was da vielleicht jetzt noch fehlt, was noch verbessert werden kann, also dieses digitale Dienstegesetz hat es uns ermöglicht, die Titanic vom Eisberg wegzusteuern. Und alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist weiterfahren, weiterfahren, bis wir wirklich ans Ufer kommen, an der Küste landen unserer neuen digitalen demokratischen Zukunft, die dann wirklich greifbar sein wird. Dieses digitale Dienstegesetz sagt ganz klar, die digitalen Dienste leben im Haus der Demokratie, wo sie auch schon immer hingehört hätten. Und da müssen sie natürlich auch ihren Beitrag zur Demokratie leisten, im Bereich der Finanzen, aber auch im Bereich der Freude. Sie bekommen dadurch die Möglichkeit, etwas Positives zur Demokratie beizutragen. Zum ersten Mal in 20 Jahren gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Früchte des digitalen Zeitalters problemlösen, Wissen, jetzt auch den Menschen zurückgegeben werden, der Demokratie zurückgegeben werden, um sie zur Lösung der Herausforderungen in unserer Gemeinschaft, in unseren Familien, auf unserem Planeten zu nutzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Raum für Demokratie auch in Form der Innovation wieder zu öffnen. Es ist jetzt vorbei mit diesem Innovationsblabla, bei dem es immer nur um Performance geht, aber letzten Endes nur so mächtige Monopole in der Marktstruktur geschaffen werden, bei denen es immer nur um Verbrauch und Kaufen und Konsum ging. Wir haben es immer noch in der Hand, es ist immer noch greifbar, dass wir jetzt aktiv werden und politisch die Politik im ganz eigenen Sinne wieder vor Augen haben. Und dazu müssen wir anerkennen, dass alles das, worüber wir hier sprechen, nichts etwas ist, bei dem es nur um Technologie geht, sondern es geht hier um Macht. Und da darf man keine Angst haben. Man muss sich da nicht von abbringen lassen. Man muss immer wieder dafür eintreten, dass nur die Demokratie aus diesem Nullsummenspiel siegreich hervorgehen kann. Es geht hier nicht nur um Regulierung, da versucht man, sich einer Sache anzunehmen und das ein bisschen besser zu machen, irgendwie ein wenig zu lindern. Wir brauchen ein anderes Verständnis davon. Nicht Regulierung, sondern neu erfinden. Denn
Alles, was mit dieser institutionellen Ordnung zu tun hat, gründet sich auf ein unzulässiges, aus einem unzulässigen Grund, nämlich diese Sammlung von menschlich generierten Daten. Und das ist wiederum die Grundlage für alle anderen sozialen Schwierigkeiten und Schaden, der angerichtet wurde, den Sie schon ernannt haben. Also beispielsweise individuelle Profile zu erstellen, dadurch zu vermarkten, Werbung zu betreiben oder eben das dringende Problem der korrupten Informationen, Disinformationen, die dann einfach weiter übernommen wird, weiter verbreitet wird und sich dann in unsere Gesellschaften und unsere Institutionen hineinfrisst. Im Digitalen Dienstegesetz haben Sie jetzt zusammengeführt, was für diese Politik notwendig ist. Aber das Allerwichtigste, der allererste Schritt muss sein, dass dieses digitale Dienstegesetz finanziert werden muss. Und zwar mit allen finanziellen und menschlichen Ressourcen ausgestattet werden muss, die notwendig sind, um diese große Aufgabe zu erfüllen. Denn eine weitere Möglichkeit werden wir nicht bekommen. Wir haben nicht die Möglichkeit, noch eine weitere Ehrenrunde zu drehen. Das muss jetzt geschehen und die Grundlage muss stimmen. Das digitale Dienstegesetz muss jetzt so umgesetzt werden, wie es gedacht ist. Und auf der Grundlage muss es dann weitergehen, denn natürlich gibt es noch viel zu tun, bis wir dann endlich wieder dahin kommen, wo wir hinwollen, wenn wir dieses Jahrhundert in einer demokratischen digitalen Zukunft beenden wollen. Sie haben so viele wichtige Punkte angesprochen, die jetzt umgesetzt werden müssen. Diese Black Box zu öffnen, mehr Transparenz zu gewährleisten, uns die Möglichkeit zu geben, dass demokratische Vertreter, diejenigen, die in diese neuen Gremien, die vom Gesetz geschaffen werden, dann gehen werden und arbeiten werden. Ja, dass die dann wirklich die Möglichkeit bekommen, sich das anzuschauen, die Box zu öffnen, diese Informationen, die da enthalten sind, auch herauszuholen und dann dafür oder dagegen zu arbeiten. Also diese Transparenz, die Öffnung dieser Blackbox ist ein ganz wichtiger Schlag gegen die Geheimhaltung, diese Überwachungstaktik, die ja im Kern der Macht dieser großen Unternehmen liegt. Und deswegen ist das so wichtig, wirklich ganz entscheidend, dass die entscheidenden Ressourcen, die entscheidende Finanzierung, die entscheidenden Menschen auch hier zur Verfügung gestellt werden. Eine zentrale Behörde, ein zentrales Gremium, dann die verschiedenen Gremien in den Mitgliedstaaten. All das brauchen wir und das muss tatsächlich gut ausstaffiert sein, Durchschlagskraft haben, denn wir stehen hier vor einer echten Schlacht für die Zukunft. Es geht hier um Haftung. Es geht darum, dass korrumpierte Informationen nicht mehr ungehindert fließen können. Illegale Inhalte müssen entfernt werden. All das ist entscheidend, denn der Cyberspace war immer wieder etwas, in dem keine Regeln galten. Aber es gibt keinen rechtslosen Raum in unseren Gesellschaften. Wird es nicht geben und sollte es nicht geben. Und das war eine sehr gefährliche Rhetorik, die den Menschen vieles vorgespielt hat, jahrelang. Aber das ist jetzt vorbei. Und als letzter Punkt möchte ich noch auf etwas eingehen, nämlich den Unterschied zwischen illegal und nicht vorher dagesehen. Wir sagen, alles, was jetzt schon illegal ist für uns alle, ist auch in der digitalen Welt illegal. Und das wird durchgesetzt werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dringend und an der höchsten Zeit ist, umgesetzt zu werden. Aber vieles, mit dem wir heute konfrontiert sind, ist etwas, was wir so noch nicht kennen, wo wir noch nicht sagen können, ob das illegal ist oder nicht. Weil es eben noch nicht da gewesen ist, hatte das noch nicht Zeit, als illegal definiert zu werden. Vielleicht sind das Dinge, die unzulässig sind, aber wir kennen sie eben noch nicht, aber sie müssen letzten Endes als illegal definiert werden. Wenn wir sicher gehen wollen, dass all dieser Schaden, der angerichtet wird, im Cyberspace auch behoben wird, dass dagegen vorgegangen wird, dann müssen wir uns klar machen, dass es immer wieder diese geheimen Extraktionsmöglichkeiten für
menschlich generierte Daten gibt. Also immer wieder den Eingriff in die Privatsphäre, was wir immer wieder auf globaler Ebene sehen. Und das ist ja die Grundlage dieses systemischen Chaos, dieser Fehlinformationen, die unsere Gesellschaften auseinandertreibt. Das ist etwas, was wir nicht länger zulassen dürfen. Und um dieses Problem zu lösen, um all diesen Schaden entgegenzustehen, der hier angerichtet wird, dann müssen wir vorher ansetzen. Wir müssen von vornherein unterbinden, dass diese Tätigkeiten überhaupt stattfinden. Weil wir ein Gleichgewicht brauchen zwischen dem digitalen Zeitalter und unserem Wunsch nach Demokratie. Und wir müssen auch schaffen, dass es eben diesen Raum gibt für Innovation, die uns voranbringen wird, die unsere Ideen und unsere Form der Regierung voranbringen wird. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Jeder Mensch in jedem Land, jedes Kind, jeder Teenager, jeder Künstlerin und Künstler, alles das, was wir aus der künstlerischen Welt kennen. Egal, wo wir hinschauen, haben wir es doch mit Menschen zu tun, die ein dystopisches Bild sehen. Unsere jungen Menschen, Künstlerinnen und Künstler überall auf der Welt sind damit konfrontiert, weil wir in eine Zukunft gestolpert sind, die niemand von uns wollte und für die sich niemand von uns bewusst entschieden hat. Das ist unser Unfall einer Dystopie, in die wir da hineingestolpert sind. Und mit diesem Digitaldienstegesetz und auch dem Gesetz über digitale Märkte und einer DSGVO, die wirklich alles nutzt, was ihr an Durchschlagskraft zur Verfügung steht, mit der Europäischen Union im Rücken, mit all dem können wir dieses Schicksal verändern. Und auf diesem Wege sind Sie jetzt. Geben Sie nicht auf, feiern Sie den Erfolg und kämpfen Sie weiter. Dankeschön. Wow. Was ein Plädoyer für die Demokratie, was ein, ja, ich bin geflasht, wie man so sagt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Was für ein großartiges Statement. Und ich habe so ein bisschen gezuckt nur wegen der Zeit, aber ich konnte es nicht unterbrechen. Es war einfach zu gut. Und ich übergebe dann deswegen jetzt direkt an Sven Giegold. Viele von euch kennen ihn ja auch. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und vorher war er 12 Jahre Mitglied im Europäischen Parlament, wo ich auch für ihn gearbeitet habe, so aus Transparenz. Und er war da unter anderem Sprecher der Deutschen Grünen und Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Und natürlich ist er der Erfinder von Europe Calling, so muss man das, glaube ich, nennen. Genau, und was seine Rolle und die Rolle des Ministeriums beim DSA ist, kann er uns am besten jetzt selbst erklären. Lieber Sven, wir freuen uns sehr auf deine Einschätzung und deine Insights. Ja, ich werde erstmal ein paar Worte auf Englisch sagen. Susanna, thank you and great to have you. Ganz herzlichen Dank, Susanna. Wunderbar, dass Sie wieder dabei waren. Und mit Ihrem Beitrag haben Sie so ein bisschen ja einen Kulturschock uns übermittelt, denn es ist eine deutsch-amerikanische Begegnung. Wir haben einerseits Alexandra, die jetzt schon so lange hieran gearbeitet hat und so viel erreicht hat und auch eine recht kühle, selbstkritische Einschätzung vorgenommen hat, das neue Gesetz vorgestellt hat und eine ganz lange Liste von Gründen, warum wir uns nach wie vor nicht wirklich freuen dürfen, was da noch fehlt, wo noch Luft nach oben ist und was wir jetzt eben von Professor Schubow gehört haben, ja, das war sehr viel optimistischer natürlich. Und dann, ja, das liegt auch einfach an der deutschen Gesellschaft, an der deutschen Kultur. Ja, dann haben wir den Kulturschock erlitten von jemandem, der so über die Werte sprach, über Vorschriften. Ja, das klang so langweilig auf Deutsch. Das ist einfach so, Susanne, muss ich Ihnen sagen. Und das ist wirklich eine sehr kulturelle Frage. Und solche optimistischen, positiven Redebeiträge, das hören wir selten. Okay, jetzt weiter. So,
Look, I'm speaking actually and I want to try at least a bit. Also, ich wollte zumindest das ein bisschen aufgreifen, was Susanne auch sagt. Aus dem Gebäude und sogar aus einem Büro, das Büro von Müller-Amack hätte sein können. Denn er war der Staatssekretär, der damals nach dem Krieg die Regeln der sozialen Marktwirtschaft in praktische Politik in diesem Haus hier, dem Bundesministerium für Wirtschaft und durchgesetzt hat. Und das war ja im Grunde eine Konsequenz aus dem Faschismus. Der Faschismus wurde möglich gemacht durch ein übermächtiges Kapital, das im Grunde damals Hitler mit an die Macht geholfen hat. Und die Konsequenz von liberalen Ökonomen war, das dürfen wir niemals wieder zulassen, dass Macht in Märkten so konzentriert ist. Natürlich gab es für den Faschismus noch viele andere Gründe. Ist die Verbindung noch da? Kurzer Max? Kurze Reaktion? Ja. Einige Bilder sind ausgegangen. Und insofern war nach den vielen anderen Gründen, der Antisemitismus, die tief sitzenden faschistischen Strukturen, das will ich alles nicht wiederholen, aber eine der Konsequenzen, die die Bundesrepublik nach dem Krieg gezogen hat, war, wir sind für Marktwirtschaft, aber unter einer starken demokratischen Kontrolle. Und das Konzept dahinter heißt soziale Marktwirtschaft. Das heißt nicht, dass der Anspruch, which is not to say, sozial geworden wäre, vollständig eingelöst wurde, niemals. Die Marktwirtschaft war ökologisch zerstörerisch, sie behandelt Frauen schlecht, Alexandra könnte dazu sehr viel anderes sagen und so weiter. Also in vielerlei Hinsicht haben wir den Anspruch sozialer Marktwirtschaft, nämlich tatsächlich, dass das aktive Tätigsein auf Märkten gleichzeitig auch dem Gemeinwohl dient, das haben wir nicht vollständig eingelöst. Aber was wir geschafft haben, ist, dass der Staat Regeln setzt, in denen Märkte operieren, in denen privates Unternehmertum zum Wohle Produkte und zum Wohle der Mehrheit erzeugt. Als dann der europäische Binnenmarkt wiederum auch aus diesem Hause hier vorangetrieben wurde, als ein Teil der europäischen Einigung, war wieder die gleiche Frage, wenn wir die Märkte öffnen, haben wir dann gleichzeitig demokratische Regeln oder nicht? Und erst nach und nach wurden die Handelsliberalisierungen in Europa ergänzt um starke gemeinsame Gesetze. Und deshalb ist Europa heute Speerspitze bei Umweltgesetzen, Verbraucherschutz, Antidiskriminierungsregeln, alle die Regeln, die wir gemeinsam im Europaparlament und mit den Mitgliedstaaten beschlossen haben, überwacht von der Europäischen Kommission. Ist das alles perfekt? Nein. Aber wir haben zumindest damit das erste Mal geschafft, dass die Regeln für einen Markt über nationale Grenzen hinaus tatsächlich demokratisch gesetzt werden und wir internationale Institutionen haben, die eben diese Regeln auch durchsetzen. Und jetzt ist die Frage gewesen mit dem Internet und dem digitalen Kapitalismus, was passiert da? Und wieder gab es sogenannte Marktradikale, die gedacht haben, jetzt ist unsere Stunde gekommen. Jetzt können wir endlich einen Raum haben, in dem es keine staatlichen effektiven Kontrollen gibt. Und wenn der Nationalstaat hier überall eingreift, dann weicht man eben aus und das Internet ist ein offener Raum und deshalb gelten hier die Regeln nicht mehr. Der erste große Erfolg war die Datenschutzgrundverordnung, mit denen Europa Regeln für den Umgang mit Daten gesetzt hat. Und jetzt haben wir mit dem Digital Markets Act Regeln für den Wettbewerb durch die, insbesondere der großen Akteure, und mit dem Digital Services Act auch die Verbraucherschutz und die Regeln zum Schutz der Meinungsfreiheit, aber genauso auch die Verpflichtung der Akteure. Und das Zentrale ist gar nicht jede einzelne Norm. Immer wieder war es im europäischen Recht so, dass die ersten europäischen Gesetze schwach waren.
Die ersten europäischen Umweltgesetze waren vergleichsweise schwach. Aber durch die europäische Demokratie wird nach und nach der Regelungsrahmen dem Notwendigen angeglichen. Und deshalb ist das Entscheidende auch, dass der Deal überhaupt gelungen ist. Und der Deal ist stärker geworden, als das viele vor kurzem noch geglaubt haben. Und es stimmt, ich will das auch gar nicht beschweigen. Der Kern des Geschäftsmodells, nämlich das Adresssammeln und Ausspielen dieser Daten auf personalisierter Basis, das, was Professorin Zuboff als Überwachungskapitalismus bezeichnet hat, das haben wir hier erstmal nur am Rande angekratzt. Der Kern des Geschäftsmodells ist noch da. Aber die Unternehmen werden jetzt überwacht. Es gibt eine Institution, bei der man sich beschweren kann. Und, was vermutlich die Unternehmen am allerunangenehmsten finden, in ein paar Jahren kommen Leute wie Alexandra wieder und gucken, was nicht funktioniert hat und verschärfen die Gesetze. Eine Zumutung für jeden, der glaubte, man steht eigentlich über dem Recht. Und das ist der entscheidende Punkt. Dadurch, dass dieses Gesetz jetzt da ist, kann man es im Mehrheitsverfahren zwischen Mitgliedstaaten und Parlament anschärfen. Und die Aufsichtsbeamten bei der Kommission werden Erfahrungen machen im Umgang mit diesen Unternehmen. Sie werden lernen, was dort funktioniert und was nicht. Und daraufhin den Rahmen verschärfen. Und NGOs wie Markus Beckedahls, Netzpolitik.org und andere können aufklären, was geschafft ist und was nicht. Lieber Sven, und, ja, ich muss dich leider mal kurz wegen was Technischem unterbrechen. Nein, gar keine Zeit, nur was ein technisches Problem. Eine Frage, hast du bei deiner Dolmetschung eine Sprache ausgewählt? Noch nicht. Soll ich? Mach mal und dann rede einfach weiter. Ich versuche nur das Problem zu lösen. Okay, ich bin jetzt auf Deutsch. Weiter, danke. Das ist der Nachteil, wenn man diese Sprachen wechseln will, dann muss man da mal aufpassen. Das ist der zentrale Punkt. Also das heißt, wir haben Regeln geschaffen, die gelten. Die sind nicht perfekt, aber sie sind da. Und sie sind in etlichen Bereichen weit besser als das, was wir woanders auf der Welt haben. Zweitens, wir haben eine Institution, die diese Regeln überwacht und an die man sich wenden kann, und ein Parlament, das diese Institution, die Europäische Kommission, überwacht. Denn für die großen Plattformen wird die Überwachung der Regeln bei der Kommission liegen, wie übrigens auch beim Digital Markets Act. Damit haben wir gelernt aus dem großen Fehler der Datenschutzgrundverordnung, dass wenn Facebook in Irland sitzt und sich der irische Datenschutzaufsicht sich nicht schert, dass es dann sehr schwer ist, dagegen vorzugehen. Wir haben jetzt eine europäische gemeinsame Aufsichtsstruktur. Und das Gemeinste an dem Ganzen ist, dass dadurch, dass die Selbstfinanzierung da ist, man nicht mal sagen kann, wir haben kein Geld dafür. Das wird nämlich dazu führen, dass, wenn dort Bedarfe sind, die real sind, die entsprechenden Bedarfe auch finanziert werden können. So, und in Europa gilt immer, nach der Gesetzgebung ist vor der Gesetzgebung. Und das bedeutet, die Demokratie kann jetzt aufholen. Und ich bin auch sicher, dass noch ein weiteres passieren wird. Nachdem Europa diese Gesetze gemacht haben, werden Menschen überall auf der Welt sich fragen, warum haben wir denn nicht so ein Gesetz? Und die werden sagen, die gleichen Regeln fordern. Und wenn dort demokratisch diskutiert wird, werden dort die Parlamente an anderen Stellen härtere Gesetze beschließen. Die Lobby wird nicht überall gewinnen auf der Welt. Sie hat hier an einigen Stellen noch gewonnen. Und Alexandra weiß es genau, vor der Ampelkoalition gab es eine totale Ablehnung, die personalisierte Werbung zu kontrollieren. Nachdem wir die Mehrheit hier in der Ampel hatten, gab es Offenheit für die Vorschläge von Alexandra. Wir haben auch viele andere Dinge im Rat unterstützt. Wir hatten mehr Probleme in anderen Mitgliedstaaten. Das ist auch wahr. Es sind auch Dinge am Rat gescheitert. Aber es ist nicht an Deutschland gescheitert, sondern wir waren auf der pushenden Seite, auf der Seite, die mehr beim Parlament war. Im Parlament, muss man auch offen sagen, hat die Lobby auch einiges gewonnen. Deine stärkeren Einschränkungsvorschläge für die personalisierte Werbung, also der Kern des Geschäftsmodells des Überwachungskapitalismus, die sind auch im Parlament schon gescheitert. Das muss man leider ehrlich sagen. Aber das Entscheidende ist nicht das. Das Entscheidende ist, dass es uns gelungen ist, den anspruchsvollsten Regelungsrahmen
für den digitalen Kapitalismus in Europa zu errichten und damit dafür zu sorgen, dass auch andere Teile der Welt anfangen werden, ähnliche Regeln durchsetzbar zu machen. Schauen wir, was jetzt passieren wird in Australien, in Neuseeland, in Südkorea, in Südafrika, in allen anderen Demokratien auf der Welt. Die werden sich doch fragen, warum machen das nun die Europäer? Wir haben doch den gleichen Ärger. Und irgendwann wird es auch Susanna gelingen, ein ähnliches Gesetz in Amerika zu beschließen. Und dann reichen sich die Demokratien die Hand und werden dafür sorgen, dass auch all das Geld von Elon Musk nicht genug sein wird, um die Regeln auf unserem Planeten zu bestimmen. Der Kampf ist nicht gewonnen. Die Gefahr, dass auch demokratische Institutionen letztlich nach der Nase weniger tanzen, die Gefahr besteht weiter. Aber wir haben jetzt die Chance, mithilfe der europäischen Demokratie, mithilfe der Demokratien im Rest der Welt, auch den globalen Raum zu bestimmen. Und ich will jetzt einige noch hier zu ärgern. Das gilt auch für den Bereich der Finanzen im Internet. Was im Bereich von Bitcoin und Co. passiert, ist genau das gleiche Prinzip. Der Glaube, ohne Verantwortung zu übernehmen, wird dort ein Finanzraum errichtet, in dem es keine Regeln gibt, Verantwortung zu übernehmen für das, was mit dem Geld passiert. Und die zentrale Frage ist, wird es uns gelingen, den digitalen Kapitalismus demokratisch zu regulieren, so wie es die Idee der sozialen Marktwirtschaft war? Und mit dem, was da in Europa jetzt passiert ist, sind wir, Parlament und Rat, Zivilgesellschaft, einen großen Schritt nach vorne gekommen. Und darüber kann man sich freuen. Auch als Deutscher kann man da starke Worte finden. Das fällt einem kulturell schwerer. Alexandra, deine Kolleginnen und Kollegen, ihr könnt stolz darauf sein, was ihr geschafft habt. Und wie gesagt, nach dem Gesetz ist in Europa vor dem Gesetz. Wir werden lernen und dann machen wir es noch besser. Aber ich finde, wir können echt happy sein heute. Ganz herzlichen Dank. Das war super. Wir haben auch das Problem mit der Interpretation gefixt. Also jetzt ist auch alles gut. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten, wenn wir ein bisschen überziehen, eine Viertelstunde für Fragen. Und das möchte ich auf jeden Fall gerne nutzen mit unseren wirklich spannenden Gästen. Ich würde einfach jetzt versuchen, eine Runde schriftliche Fragen hier in die Runde zu geben und würde dann auch unsere Panelistinnen hier bitte um möglichst kurze Antworten bitten und dann noch eine Runde mündliche Fragen zu machen, weil sich das sehr viele gewünscht haben in den letzten Webinaren, dass man auch mal wieder selbst reden kann. Das würde ich doch noch sehr gerne machen. Beginne ich gleich mit der höchsten gewotesten Frage von Richard Gutjahr. Die ist auch in Richtung, denke ich, Susanna Zuboff und auch, ich ergänze da noch was dazu, er schreibt, wie will man verhindern, dass Konzerne wie Google oder Facebook die stark unterbesetzten Kontrollbehörden wie bei der GDPR über Jahre hinhalten oder gar auflaufen lassen, siehe Irland. Und dann die Frage, gibt es eine zeitliche Frist? Das muss wahrscheinlich, das beantwortet dann lieber Alexandra. Aber ganz generell die Frage nach für Professorin Zuboff, wie wurde die Entscheidung in den USA aufgenommen, auch innerhalb des Kongresses? Gibt es da überhaupt Initiativen? Wie ist die Rezeption dort? Well, on your first question. Ja, zur ersten Frage zunächst einmal. Ich denke, wir haben ja den Film sozusagen schon gesehen. In den letzten 20 Jahren haben wir schon erlebt, diese Verzögerungstaktik. Also es gibt beispielsweise ja bei uns die Federal Trade Commission. Und ja, ist natürlich eine hervorragende Institution, aber das ist die einzige, die tatsächlich eine formelle Zuständigkeit hat, um die Privatsphäre von Verbraucherinnen und Verbrauchern einzufordern. Und da gab es verschiedene Klagen gegen Google und Facebook.
Auch ich war daran beteiligt und habe mich dazu in Bezug auf meine Bücher beschäftigt. Und da hat eben diese Handelskommission immer wieder Anordnungen verfügt und Entscheidungen getroffen. Aber dann hat man die Papiere nicht vorgelegt und Facebook hat gesagt, ja, wir haben jetzt da keinen zuständig. Und man hat ja die Dinge in die Irre geleitet, hat einfach nicht auf Fragen geantwortet und so weiter und so fort. Das wurde einfach immer wieder in die Länge gezogen. Und das ist so eine Tragik, dieser althergebrachten demokratischen Institutionen, die da gegen diese riesen Finanz-Digitalmacht vorgehen musste und einfach nicht die nötige Ausstattung dafür hatte. Und deswegen hatte ich ja auch so stark mich dafür ausgesprochen, dass das jetzt wirklich der Moment ist, um das Ganze durchzusetzen. Aber gut, das ist zum Scheitern verurteilt, wenn wir das nicht finanzieren können. Natürlich, Menschen machen sich um die Inflation und den Haushalt und die Verschuldung und so weiter Gedanken und da wird das vielleicht nicht gern gehört, aber das ist nicht verhandelbar. Wir brauchen das Geld, aber das Geld ist auch nicht der einzige Hebel. Es ist jetzt auch der Zeitpunkt, um wirklich die Tür aufzumachen und allen Datenwissenschaftlern, die jetzt für Big Tech gearbeitet haben, zu sagen, jetzt kommt mal hier zu uns zurück und arbeitet für diese tolle neue Institution bei der Europäischen Kommission. Denn das werden ja die sein, die an der vordersten Front der digitalen Demokratie stehen werden und werden müssen. Die müssen uns in die Zukunft bringen, die über diese Dystopie, in die wir reingestolpert sind, hinausführen wird. Also die brauchen wir jetzt. Die müssen das Geld kriegen, was sie halt haben wollen, damit sie zurückkommen. Das brauchen wir einfach. Wir brauchen Geld und wir brauchen Durchschlagskraft. Ja, und wie wurde das in Amerika aufgenommen? Naja, in Amerika sieht das so aus. Das sind ja alles amerikanische Unternehmen, amerikanische Geschichten und eigentlich auch ursprünglich amerikanische Gesetzgeber, die es den Internetunternehmen erlaubt haben, zu diesen Unterwachungskapitalisten zu werden. Das heißt, da hat Amerika natürlich einiges, für das es in der Verantwortung steht. Jetzt 20 Jahre später, Alexandra hat es auch schon angesprochen, Daten, also jeder Mensch überall, hat genug davon, wie mit Daten umgegangen wird und wie mit diesen, ja, wie viel freie Hand diese Tech-Unternehmen haben. Jede wollen im Prinzip ein bisschen mehr Unbequemlichkeit wieder zurückhaben, um einfach ihre Privatsphäre zu schützen. Man will seine Daten nicht mehr freigeben. Also es gibt da wirklich viele, eine große Mehrheit, die das satt haben. Und diesen Punkt hatten wir bisher noch nicht erreicht und noch nicht mal vor 3 Jahren. Und jetzt gibt es ja auch wirklich diejenigen, die an den entscheidenden Stellen stehen, auch im amerikanischen Kongress, die sich dem bewusst werden und die da in eine solche Richtung agieren. Das heißt, ja, ich sehe da doch auch einiges an Hoffnung, aber wir werden uns an Ihnen und euch orientieren. Sie haben jetzt da den Maßstab festgelegt und wenn Sie es machen, dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr für uns, das nicht zu tun. Wieder wunderbar. Das werden wir tun. Werde ich jedenfalls probieren. Markus Beckedahl, wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet, Sie könnten wahrscheinlich stundenlang über Elon Musk reden und die Frage kam hier einfach ganz oft. Deswegen, ich muss sie stellen und viele von uns beschäftigen sie. Wolfgang Hertler hat zum Beispiel gefragt, wie sieht die Zukunft von Twitter aus, nachdem Elon Musk das Unternehmen gekauft hat? Mit der Bitte um eine kurze Antwort, vielleicht Ihre Einschätzung zum Thema Elon Musk und Twitter. Ja, wir wissen es nicht. Das ist eine riesige Blackbox und das ist im Moment noch ein Problem. Es ist noch nicht mal klar, dass er auch Twitter überhaupt kaufen wird. Er kann ein Angebot machen. Aber wenn er zum Beispiel sagt, er möchte einen inklusiven Diskussionsraum aus Twitter noch mehr machen, als er bisher ist, aber gleichzeitig Meinungsfreiheit noch größer machen, dann fragt man sich, meint er die amerikanische Redefreiheit, die Hass und Hetze zulässt? Da gibt es einen Zielkonflikt, nämlich ein inklusiver Diskussionsraum ist nicht möglich, wenn durch Hass und Hetze quasi das Recht des Stärkeren auch als politische Waffe gegen Andersdenkende durchgesetzt wird. Das ist nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, der mich bisschen weiterhin kritisch bleiben lässt, ist, er möchte eine Authentifizierungspflicht einführen.
Das klingt erstmal ganz gut, ne, wenn man daran denkt, naja, die ganzen rechten Bots und so weiter oder Bots automatisierten Systeme, sofern es sie gibt, das ist ja eine philosophische, religiöse Frage, aber sagen wir mal, diese ganzen Sockenpuppen-Accounts können damit vielleicht auch irgendwie von der Plattform bekommen werden. Aber wenn man sich das mal durchdenkt, in anderen Staaten wie in der Türkei bildet Twitter eigentlich einen Informations- und Kommunikationsraum an der Zensur vorbei. Und wenn sich dort alle Nutzerinnen dann authentifizieren müssen, dann wird es ja dazu führen, dass das Erdogan-Regime einfach mal sämtliche Kritikerinnen habhaft zu werden. Das wird dazu führen, dass wir weniger Meinungsfreiheit haben. Insofern, alles, was gerade Elon Musk von sich gibt, ist äußerst diffus, ambivalent und eine Blackbox ist es, was aus Twitter werden könnte. Deswegen ist es gerade so wichtig und richtig, dass es diesen Digital Service Act gibt, weil ohne ihn wären wir in Zukunft noch mehr abhängig von den Entscheidungen, die Elon Musk treffen will. Vielen Dank. Das war eine kurze Antwort auf zu vieles, was wir noch nicht wissen. Und dann habe ich auch noch eine sehr hochgewotete Frage an Sven. Und zwar auch etwas, was mich persönlich sehr interessiert, weil meine Bank das nämlich auch von mir will. Und Bankfragen, weiß ich, liebst du sehr. Ulrich Gödecke fragt, bei meinen Bankverbindungen zu Sparda-Banken oder zur anderen Bank finde ich die Notwendigkeit von Google Apps im Vertragsverhältnis. Kreditinstitut zum Bankkunden sehr problematisch. Also Zwei-Faktor-Identifizierung zum Beispiel, fordert meine Bank zum Beispiel, eine App zu nutzen. Ich denke, das ist bei Ulrich Gödecke hier ähnlich. Würde die Bankenaufsicht im Rahmen des DSA samt der Basler Kreditregeln hier tätig werden können? Hat 17 Likes, von daher hat Leute interessiert. Ich bin überrascht, was die Leute hier so interessiert, aber ist ja schön, dass sich noch mehr Leute für Bankenregulierung interessieren. Der Punkt ist nur, man muss erstmal sagen, die Basler Regeln sind keine Verbraucherschutzregeln. Das sind Regeln, die die Solvenz, also die Zahlungsfähigkeit von Banken erhalten sollen. Also das hat mit dieser Geschichte gar nichts zu tun, sondern hier stellen sich eben Fragen nach Finanzmarktverbraucherschutz. Und das war jetzt nicht der Regelungsgegenstand dieses Gesetzes. Und von daher ist das aus meiner Sicht hier eben keine Regulierung, die dafür einschlägig wäre. Und ich persönlich würde mich eher fragen, wenn Banken per Geschäftsbedingung sagen, ich muss mit einem bestimmten Dienstleister arbeiten, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr mit dieser Bank euer Konto haben wollt. Ich war auch ein bisschen irritiert, dass die von mir eigentlich geschätzten Sparkassen mich jetzt überall mit Apple Pay belästigen. Obwohl ich finde, ich konnte bisher auch prima bezahlen. Ich weiß gar nicht, warum ich unbedingt jetzt auch noch meine Finanzmarktdaten in diesem Bereich verbreiten soll. Aber das ist nicht Sache von Alexandras schönem Gesetz. Aber Europa regelt auch den Finanzmarktverbraucherschutz. Da kommen demnächst neue Reformen. Und dann kann man sich mit diesen Fragen beschäftigen. Aber das sind nicht die Gesetze, um die es hier ging. Dankeschön. Und jetzt haben wir die wichtigsten schriftlichen Fragen gemacht. Und ich würde gerne jetzt noch zwei Menschen aus dem Publikum das Wort geben, bevorzugt auch Frauen, weil das waren jetzt alles Fragen von Männern, bevor ich dann nochmal Alexandra übergebe für ein kleines Schlusswort, weil wir sind schon eine Minute über der Zeit, aber ich denke, es sind noch sehr viele Leute da, das Interesse ist noch groß. Deswegen erstmal Gisela Langjahr. Du darfst jetzt sprechen. Gucken, ob es funktioniert. So, das ist natürlich immer die Gefahr. Das ist dann nicht. Sie müssen sich nochmal selbst entstummen. Jetzt geht es, wir hören Sie. Ich weiß nicht, wo ihr meinen Namen her habt jetzt, außer dass ich mich eben angemeldet habe, aber ich hatte keine Frage gestellt. Ach so. Ihre Hand war oben. Einfach. Das, Entschuldigung. Und, aber ich bin begeistert von der ganzen Geschichte und ich beglückwünsche alle, die daran gearbeitet haben. Super, ganz herzlichen Dank. Dann nehme ich hier noch die zweite Frau aus der Liste. Eva Lichtenberger oder die
dritte ist das dann so drei Frauen. Jetzt Eva Lichtenberger. Sie können jetzt sprechen, wenn Sie sich noch selbst entmuten, entstummen. So, bitte einmal Eva Lichtenberger, einmal entstummen. Ja. Ja. Bin ich jetzt hörbar? Ja. Ja, Sie sind hörbar. Ja, bitteschön. Ich verfolge das Ganze ja aus der Ferne, hinter den sieben Bergen aus Österreich. Und ich bin auch sehr eigentlich positiv überrascht gewesen, wie viel gelungen ist innerhalb dieses Gesetzes, obwohl mir natürlich einige Sachen schon große Sorgen machen. Kannst du, Alexandra, noch einmal kurz auf dieses Verhältnis von der europäischen Kontrolle und der nationalstaatlichen Kontrolle eingehen, weil das wird gerade bei unseren osteuropäischen Partnern relativ wichtig werden, sagen wir mal so. Herzlichen Dank und Gratulation für eure Arbeit. War wirklich super, was ihr zusammengebracht habt. Danke. Danke, liebe Eva. Alexandra, eine Frage für dich. Ja, sehr gerne. Die Kommission, die Europäische Kommission ist verantwortlich für die Aufsicht über die sehr großen Plattformen. Dazu gehören die Plattformen mit über 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Europa. Die nationalen Aufsichtsbehörden sind für alles andere zuständig, um das kurz zusammenzufassen. Um nochmal zurückzukommen auf die Frage von Richard Gutjahr ganz am Anfang, was eben auch dafür sorgt, dass nicht eine sehr kleine Behörde in einem kleinen Mitgliedsstaat sich mit diesen Giganten der Weltwirtschaft auseinandersetzen muss. Und das ist das, was die Durchsetzung hoffentlich auch wirksam machen wird. Gleichzeitig haben wir, wie ich ausgeführt habe, auch die Aufsichtsgebühren, die die Plattformen selber bezahlen müssen. Und damit ist die Finanzierung sichergestellt. Und das ist eigentlich der Geniestreich auch gewesen noch auf den letzten Metern. Denn damit wird es hoffentlich möglich sein, wie Professorin Zuboff sagte, halt wirklich auch Datenwissenschaftler aus der ganzen Welt und eben auch von diesen großen Plattformen anzulocken, um Europa eben auch zu einem Leuchtturm der Aufsicht über diese digitalen Plattformen und den Schutz der digitalen Demokratie zu machen. Vielen Dank, Alexandra. Und jetzt würde ich noch Kirsten Fiedler, weil sie die letzte von drei Frauen im Chat ist, von den mündlichen Fragen ist, das Wort geben. Jetzt hat sie die Hand wieder runtergenommen. Gut, dann nicht. Dann schaue ich noch einmal kurz in die schriftlichen Fragen, ob es hier noch etwas gibt, wo ich denke, erstmal zwei Herzen für Sven Giegold mit 8 Stimmen. Es ist immer schön zu sehen. Ja, dann kommen halt wirklich noch viele Fragen zu diesem Thema Cookies. Also da gibt es hier im F&A auch eine relativ große Enttäuschung, auch Fragen von einer Kollegin von Nobi, der österreichischen NGO, wo auch Max Schrems, der sehr bekannt ist, auch mitarbeitet. Da sind irgendwie auch viele Fragen abhängig. Deswegen vielleicht auch noch mal die gebe ich als letzte Frage noch mal rein und dann würde ich Alexandra noch mal für ein Schlusswort übergeben. Aber Thema Cookies. Jetzt gibt es ja, laufen da ja Klagen gegen die Cookie-Banner zum Beispiel von Nobi. Wie ist das? Wie ändert das jetzt das DSA? Bedeutet das, dass diese mehr Nachteile, weniger Nachteile, weil die werden jetzt ja letztlich festgeschrieben, die Regelungen, die es dann jetzt gibt. Also was bedeutet das für die aktuelle Diskussion zu Cookie-Bannern? Vielleicht nochmal Alexander Gese, Markus Beckedahl vielleicht dazu, wenn Sie da nochmal was sagen zu wollen. Na, ich hoffe, Alexander kann das besser beantworten als ich, weil sie kennt den Text genau. Okay, gut. Dann gerne Alexandra, und weil wir dann über der Zeit sind, würde ich sagen, Alexandra, du gerne nochmal zu Cookies, und dann hast du auch das inhaltliche Schlusswort, und ich sage dann auch noch Tschüss, und dann war das ein ganz spannendes Webinar. Alexandra, bitte. Ja, gerne, danke. Die Cookie-Banners lagen uns ja auch sehr am Herzen, wie ich eingangs schon ausgeführt habe. Also die jetzige Regelung ist nicht ganz klar. Ich würde sagen, die laufenden Verfahren aus meiner nicht-juristischen Sicht werden davon nicht berührt, weil es einen klaren Ausschluss gibt, eben für alle sogenannten Dark Patterns oder manipulativen Praktiken, die unter die DSGVO fallen, die Datenschutzgrundverordnung. Und dazu gehören die Cookie-Banner natürlich dazu, wenn es um Datenschutzeinwilligung geht.
Das war unsere Absicht, war eigentlich zu klar zu sagen, wenn es manipulativ ist, also wenn eine Schaltfläche kleiner ist als die andere, dann ist es verboten und das haben wir jetzt nicht. Und deswegen denke ich, wird die Durchsetzung der DSGVO in diesem Bereich weiterhin juristisch ausgefochten. Und es gibt ja schon die Entscheidung der belgischen Datenschutzbehörde, das wird jetzt weiter seinen Weg nehmen. Das DSA wird dem auf jeden Fall nicht im Wege stehen. Das würde ich gerne so sagen. Wir hätten es einfach gerne vorweggenommen, aber das hat nicht geklappt. Was auch nicht geklappt hat, was uns sehr am Herzen gelegen hat, was auch eine große Erleichterung gewesen wäre, dass automatische Signale, die man im Browser zum Beispiel einstellen kann, beachtet werden müssen von den Plattformen. Das gab es ja schon als Idee, Do Not Track, wird auch in der E-Privacy-Verordnung weiterhin verhandelt. Und das wollten wir auch gerne im DSA festschreiben, weil das wirklich sehr klarer Verbraucherschutz ist, dass man einfach nur einmal das im Browser einstellt und dieser zum Ausdruck gebrachte Willen dann respektiert wird. Das ist leider auch an einem sehr starken Widerstand im Rat gescheitert, auch wenn es Sven Giegold gerade in den Rat so verteidigt hat und gerade auch die deutsche Position da sehr zu Recht, aber wir sind damit trotzdem nicht durchgekommen. Also das sind sicherlich die Unzulänglichkeiten des DSA. Dann würde ich direkt übergehen zum Schlusswort, Max, ist das okay? Ja, genau, bitte. Ich muss sagen, Shoshana Zuboff hat mich sehr getröstet, denn auch wenn ich natürlich rational weiß und auch wusste, dass der DSA ein enormer Durchbruch ist, aus den Gründen, die, glaube ich, niemand hätte besser erklären können als sie, ein globaler Durchbruch, ist man, wenn man als Fachpolitikerin an den Details arbeitet, natürlich dann doch enttäuscht, wenn man das Gefühl hat, man hätte die Olympischen Spiele gewinnen können und plötzlich denkt man, jetzt steht man doch nur als Vierter da, weil ja das und das und das alles nicht erreicht wurde, wie auch Markus Beckedahl aufgeführt hat. Aber sie hat natürlich recht, es ist ein Sieg bei den Olympischen Spielen. Es ist vielleicht noch nicht der absolute Rekord, es ist ausbaufähig, aber Shoshana Zuboff hat absolut recht. Und ich würde dann auch, glaube ich, kurz auf Englisch wechseln, damit sie das auch nochmal von meiner Stimme mit wird. Also, dass Professor Zuboff... Frau Professor Zuboff, es war einfach wunderbar zu hören. Sie sprachen von einem wunderbaren neuen Gesetz. A gorgeous new piece of legislation, wörtlich. Und Sie hatten das ganz perfekt formuliert und damit haben wir wirklich die Schaumauer durchbrochen des Unvermeidbaren, des Unverhinderbaren. So kann man es ganz gut sagen. Als ich die Arbeiten dran begonnen habe, da ging es mir darum, diese überwachende Werbung abzuschaffen. Und ich will, dass die Plattformen haftbar gemacht werden können, dass sie verantwortungsvoll handeln, Verantwortung übernehmen für ihre Mechanismen, über die sie Contents verbreiten. Und viele sagten dann, nee, das schafft ihr nicht. Es gibt vielleicht Regeln, Vorschriften zum Content, aber die Plattform, da kommt ja nicht dran und schon gar nicht deren Gewinne und Businessmodelle, Geschäftsmodelle. Und wir haben gesagt, ja, wir versuchen es trotzdem, genau mit der Werbeüberwachung. Wir gehen ans Geschäftsmodell und wir haben dafür gesorgt, dass jetzt wirklich diese Risikobewertung verpflichtend wird und dass Überwachung erfolgt. Nicht nur von Seiten demokratischer Institutionen, so zum Beispiel nationale Behörden, Aufsichtsbehörden oder die EU-Behörden, die EU-Institutionen, sondern auch Nichtregierungsorganisationen, die Zivilgesellschaft und Forschungsinstitute, wie wir gehört haben. Max Beckedahl, Sven Giegold sagten beide, dass die rechtliche Durchsetzung einfach entscheidend ist. Das ist das. Das ist der Knackpunkt. Wir haben jetzt eine Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz, der nicht wirklich hundertprozentig umgesetzt ist. Und ja, das ist so eine der Herausforderungen. Überwachungskapital, das sollte es in Europa noch nicht mal geben. Wäre die Datenschutzgrundverordnung denn korrekt umgesetzt? Also die DMA und, das DSA, wenn das korrekt umgesetzt wird, dann sehe ich da doch gute Chancen. Auch die Europäische Kommission, ja, die hat richtig Appetit darauf, auf diese Umsetzung. Und man fängt vielleicht mit ein paar hundert Leuten an. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass dieses ja schon langjährige grüne Projekt, und auch Sven Giegold hat das seit vielen Jahren verfolgt, auch in der Europäischen Agentur für die Digitalüberwachung, Plattformüberwachung. Ja, das könnte ein nächster Schritt sein, in der Tat. Denn hier werden wir es nicht bei belassen. Wir werden die Hände nicht in den Schoß legen und uns auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir werden auch sicherstellen, dass wir genügend Mittel dafür haben. Dritter Punkt vielleicht noch. Den greife ich jetzt nochmal auf von Frau Professor Zuboff. Wir haben ja gezeigt, dass die
selbstregierende Demokratie das digitale Zeitalter überleben kann. Und Demokratie kann immer noch digitale Unternehmen kontrollieren und den Menschen dabei zu helfen, zu entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Das ist ein ganz wesentliches Mittel. Die demokratischen Gesellschaften entscheiden jetzt selbst, wofür wir diese digitalen Plattformen nutzen wollen. Sie haben die Fäden nicht mehr in der Hand. Wir werden weiter daran arbeiten, auch ich in den nächsten Jahren. Wir müssen sicherstellen, dass die Demokratie nicht nur das digitale Zeitalter überlebt, sondern vielmehr aufblüht. Und Frau Professor Zuboff, Sie haben uns ermutigt, da nicht aufzugeben. Wir werden nicht aufgeben. Ganz herzlichen Dank. Nein, Alexander, ich weiß das. Sie werden da nicht das Handtuch werfen. Ja, ganz herzlichen Dank. Sie sind so inspirierend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, wir waren alle sehr inspiriert von Ihnen. Allein schon durch Ihr Buch, aber auch durch Ihre Anwesenheit, Ihre Präsenz. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ist mir eine Ehre gewesen. Es war wirklich eine große Ehre. Es war großartig. Vielen Dank an alle, die dabei waren, an unsere Gäste hier auf dem Podium, an die Menschen draußen. Es waren bis zum Ende noch hunderte Leute mit dabei. Ganz großartig. Vielen Dank. Die Aufzeichnung wird morgen da sein. Allen einen schönen Abend und danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Europe Calling. Tschüss.